Hallo ihr Quirlinge und willkommen zum Quirplay vom ersten DLC von Shadow of the Tomb Raider. Das heißt Schmiede des Schicksals oder auch einfach nur The Forge, die Schmiede. Und das ist ein neues zusätzliches Herausforderungsgrab, was mit der Hauptgeschichte von Shadow of the Tomb Raider nicht weiter verknüpft ist. Man kann dort also nichts gewinnen und lernen, was irgendwie für das Hauptspiel wichtig wäre. Und das ist erreichbar, indem man, wenn man es denn gekauft und installiert hat, ich habe den Season Pass, deswegen habe ich es automatisch bekommen, das ist erreichbar dann hier bei Extra Gräber. Und da gibt es bisher zwei. Das ist hier diese Schmiede des Schicksals, gerade eben von mir erwähnt. Und dann gibt es auch schon das zweite. In der Playlist hier soll es um die Schmiede des Schicksals gehen. Und man kann diese Schmiede des Schicksals, dieses Herausforderungsgrab, jetzt hier starten. Da wird man direkt hineingeworfen. Und kann das halt spielen. Man kann das in verschiedenen Spielmodi machen. Ich klicke das mal gerade an. Ich glaube, ich komme da zurück. Hoffe ich. Man kann verschiedene Spielmodi machen. Man kann einmal hier Punkte sammeln, indem man hier irgendwas abschießt oder sowas. Und dann kann man hier verschiedene Ränge erreichen. Bronze, Silber, Gold. Wenn man mindestens einen dieser Ränge erreicht hätte, dann bekommt man dafür eine Steam-Errungenschaft und hier unten hat man sogar noch eine Bestenliste international. Da sind natürlich astronomische Zahlen, die man... Ach, die sind sogar gleich, die beiden. Haha. Die man natürlich irgendwie, ja, nicht sinnvoll erreichen kann, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht. Und Quir, null. Danke, Spiel! Schön, dass du mir das zeigst. Grr. Und man kann hier oben aber auch den Erkundungsmodus machen. Da guckt man sich das einfach nur an. Punkt. Und man kann einen Zeitangriff machen, indem man das Herausforderungsgrab in einer Zeit X absolviert. Und wenn man da hier auf Bronze, Silber oder Gold kommt, gibt es dafür eine weitere Steam-Errungenschaft. So. In völliger Unkenntnis der Sachlage habe ich mal wieder einfach das hier gestartet und das gespielt und habe es auch aufgezeichnet. Das sind dann aber nur zwei Episoden geworden, indem ich mir halt dieses Herausforderungsgrab anschaue. Und hinterher habe ich verstanden, dass es auch eine Story-Version dieses Grabs gibt, mit ein bisschen Quest-Primborium drumherum. Und das ist doch für ein Quirplay irgendwie sinnvoller. Deswegen gehe ich hier wieder raus. Möchte ich das Spiel verlassen? Nein, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich... Eigentlich möchte ich nur zum Hauptmenü. Nein. Ach Mensch. Ich starte es mal und dann gehe ich ins Hauptmenü zurück. Und dabei ist mir gerade das Spiel abgestürzt. Hossa. Naja. Ich muss jetzt irgendein Safe-Game laden, wo ich schon einiges gemacht habe, über Kuwak-Yaku schon hinaus bin. Irgendwas hier. Mission San Juan, das klingt gut. Die verborgene Stadt vielleicht. Ja, guck mal, ob das hier gut ist. Da wären wir. Ein neues Abenteuer wartet. Ja, genau. Das ist aber nicht das, was ich gerade machen will. Es ist wieder was Neues. Ich will mal an ein Lagerfeuer und gucken, ob ich hier per Schnellreise nach Kuwak-Yaku zurückkomme. Das wäre toll, wenn das ginge. Und quatscht mich bitte nicht voll. Jonah, geh weg! Kuwak-Yaku, da muss ich hin. Ist das Kuwak-Yaku oder ist es Kuwak-Yaku? Basislager. Ruinen von Kuwak-Yaku. Und da, gehen wir mal dahin. Schnellreise. Gut. Jetzt ziehen wir da mal was Ordentliches an. Und zwar Inventar. Da einfach hier irgendwie sowas. Irgendwas Zivilisiertes. Schließen. Was ist denn hier? Ich habe Fähigkeiten, Punkte zu verteilen. Das glaube ich ja fast nicht. Ich habe einen übrig. Ja, das nutzt mir aber nichts. Schließen. So, und weg hier. Und in Kuwak-Yaku gibt es angeblich jetzt einen neuen Questgeber. Heißt es. Das wird wohl der da sein. Missionsgeber, genau. Also einfach nur geradeaus und dann da hinten, hinterm nächsten Block, wartet jemand mit einer Mission. Und die mündet dann letztendlich irgendwie in diesem Herausforderungsgrab, in diesem neuen, in der Schmiede des Schicksals. So habe ich das verstanden.
Noch eins weiter. Pilar, du hast es ihr versprochen. Oh, Abigail ist... Oh, die hier. ...du beschäftigt für Katz-und-Maus-Spiele, Wancho. Sie ist kein Kind mehr. Sie muss sich um eine Stadt kümmern. Ha, du willst nur nicht, dass sie Geister jagt. Der hat sein Hemd auch komisch geknöpft. Hi! Ich liebe alte Karten. Als ich klein war, haben sie immer zu Schätzen geführt. Ich fühle mich dann immer noch verlorener. Ich heiße übrigens Lara. Pilar. Du siehst nicht aus wie die Touristen, die sonst kommen. Ich bin Archäologin. Ja, das wäre wohl passender. Du solltest mit Abigail reden. Sie kennt die Geschichte dieses Ortes besser als alle anderen. Wir kennen uns schon. Abby hat einen Freund und mich bei unserem Besuch bei sich wohnen lassen. Nun, dann bist du ein willkommener Gast in Kuwak Yaku. Danke. Brauchst du Hilfe, um die Karte zu lesen? Ich sollte das alles gar nicht verstehen. Ich habe die Wahrheit versteckt. Das wird Abigail sehen. Um sie zu finden, muss sie in der Zeit zurückreisen. Mariana war nie eine große Dichterin. Mariana? Abigails Großmutter. Sie starb an Krebs. Genau heute vor einem Jahr. Tut mir leid, das zu hören. Mariana wollte, dass Abigail die Karte an ihrem Todestag erhält. Aber... Du bist nicht sicher. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Es geht mich nichts an, aber wenn es hilft, Mariana hat es geglaubt. Du hast recht. Es war wohl nie meine Entscheidung, oder? Würdest du die Karte zu Abigail bringen? Es ist harte Arbeit, das Mädchen zu verfolgen. Oh. Und meine Hüften schaffen das nicht mehr. Aber natürlich. Marianas Karte. So heiße Kessel. Soweit die Einleitung. Mariana. Hier gibt es übrigens dann für das zweite DLC auch irgendeine Quest, aber es wird dann später mal angegangen. Jetzt geht's hier weiter. Echo aus der Vergangenheit heißt das ganze Ding. Abby in Diegos Haus treffen. In Abby, also die ist ja da. Diego, wer war denn Diego? War Diego nicht der Typ von den... Abby, hier Lara. Hallo Fremde, wie läuft's denn so? Wie geht's Jonah? Dem geht's gut. Er ist bei einem Freund. Einem Freund, aha. Wie heißt sie denn? Er heißt Uchu. Hör zu, Abby. Ich bin wieder in Kuwak Yaku und bin auf eine alte Karte gestoßen, die deiner Großmutter gehörte. Im Dorf wohnt ein alter Mann, Diego. Er pflegt den Gemeinschaftsgarten. Er kennt sich mit Karten aus. Vielleicht kann er mal draufschauen. Treffen wir uns dort? Bin unterwegs. Also, wenn jemand in einem Garten arbeitet, kennt er sich mit Karten aus. Ja, im Englischen reimt sich's nicht. Im Deutschen klingt's irgendwie komisch. Bist du Diego? Jupp, bist du. Hi. Kann ich helfen? Ich bin eine Freundin von Abby. Ich sollte sie hier treffen. Wir haben eine Karte. Kannst du sie dir ansehen? Oh, zeig mal her. Nicht ins Feuer tun. Eine schöne Arbeit. Gute Details. Freut mich, dass sie so gut erhalten ist. Du kennst sie also? In meinem Oberstübchen herrscht zwar Unordnung, aber meine Arbeit vergesse ich nie. Abbys Großmutter hat mich gebeten, sie zu zeichnen. Ich glaube, sie sollte eine Art Geschenk für Abby sein. Hier sind Flecken. 3 Stück. Siehst du sie? Die sind nicht von mir. Riecht wie Zitrone, oder? Geheimtinte. Zitrone?
Zitronensaft kann als Tinte benutzt werden, um... Auf der Karte könnte eine wärmeempfindliche Nachricht versteckt sein. Darf ich deine Feuerschale benutzen? Klar, nur zu. Also, wie funktioniert das? Zitronensaft ist organisch. Er oxidiert und wird braun, wenn man ihn erhitzt. Und dann erscheint die Geheimnachricht. Der älteste Trick der Welt. Es ist viele Jahre her. Meinst du, das klappt noch? Na klar. Sobald Abby hier ist, werden wir es rausfinden. Was rausfinden? Wenn man vom Teufel spricht. Ich bin ein Engel, Diego. Das weißt du doch. Als Kind warst du keiner. Abby, Diego sagt, deine Großmutter hat ihn gebeten, die Karte für dich zu machen. Als Geschenk. Wozu bräuchte ich eine Karte des Dorfes? Ich kenne hier doch alles. Da ist noch mehr. Deine Großmutter hat auf dem Papier was versteckt. Hier, das man kaum sieht. Ich glaube, es ist eine Geheimnachricht. In unsichtbarer Tinte. Unsichtbare Tinte. Wirklich? Naja, es ist nur Zitronensaft, aber... Aber es funktioniert. Wie lautet das Geheimnis? Keine Ahnung. Darf ich? Sehen wir es uns an. Vorsicht. Sieh mal, diese Symbole. 3x? X ist das Ziel. Hübsch, Oma. Sind diese Punkte weit entfernt? Nein. Trennen wir uns? Klar. Ich nehme die beiden hier. Danke. Mhm. Mach mal weiter. Jetzt habe ich die ganze Arbeit wieder, oder wie? Oh. Hier, Queste? Nein. Wo ist denn die? Hier war das. Abby und so weiter treffen. X-Markierung auf der Karte untersuchen. X-Markierung auf der Karte untersuchen. Ja. Ist da oben. Da an dem Wasserloch. Das kriege ich hin. Das finde ich wohl. 3X, die sind ja wirklich quasi noch am Rand vom Dorf. Das kann man ja kaum als Wildnis bezeichnen. So nah, wie das ist. Naja, solchen Stamm muss er trotzdem robben. Na, hat die schöne Hose. Aber sie wird sauber, wie von Zauberhand. Immer und immer wieder. So eine Hose hätte ich auch gern. Da ums Eck, genau. Das ist es nicht. Was ist hier? Ah, das ist es wohl. Was machst du da jetzt, Lara? Ist sie da irgendwo reingegangen und der Rückweg ist natürlich weg. Nee, ich kann wieder raus, theoretisch. Aha. Sie ist da unten reingegangen und sitzt da oben. Das ist nicht ganz logisch. Aber ich will mal nicht so sein. Was müssen wir dann hier machen? Da unten ist ein rotes Licht. Warum ist da ein rotes Licht? Gar nicht verkehrt, das hier aufzumachen. Bilde ich mir ein. Da geht's weiter. Ja. Was wäre hier hinten? Da ist ein Raum mit Kram. Ich kann hier auch rüberschwingen. Ist ja fast so, als würde hier Lava oder Zeug reinlaufen in diese Grube vor mir. Das ist aber im Moment gar nicht der Fall. Vielleicht lösen wir irgendwas Böses aus. Schau dich um, Lara. Wakiako sitzt auf einem Pulverfass. Auf einer Magma- und Lavablase. Oh, so dicht unter der Oberfläche. Eieiei. Ich
hier Kram. Das ist aber nicht das, was ich gerade gesehen habe. Das ist was ganz anderes hier. Töpfchen und Öl. Ranziges Fett. Brennt gut. Geh durch. Ja, ja. Mach nur. Ich warte so lange. Jetzt wird sich wieder selbstständig hier. Ah, ein Sarkophag. Karte aktualisiert, neuer Ort entdeckt. Das stimmt gar nicht. Okay. Aha, was muss ich denn hier machen? Ich muss zum Sarkophag, das dürfte klar sein. Da kann ich was ziehen. Was machst du? Ah, das dreht sich. Da kann ich dran hüpfen. Und dann? Da trieb's da was. Aha. Komm, Amoy, her. Hier. Jawohl. Wir hüpfen da jetzt mal dran. Hüpf. Hüpf. Ja, so. Und nu? Scheiße. Liebes, kriegst du das dahin? Das geht, wow, das geht. Das ist ja physikalisch völlig unmöglich, aber sie hat es geschafft. Gold! Haha! Dann kann ich das da wahrscheinlich auf die gleiche Weise drehen. Kann da dran hüpfen. Geh dann hoch. Links. Hüpf. Ey! Scheiße! Bleib da gleich dran, das ist okay. Achso, nee, warte mal. Ich muss erstmal wieder das Ding drehen da. Das nächste. Was machst du? Genau, so ran. Rechts. Da. Jetzt kann ich da links die nächste Wand. Warte. Jawohl. Und jetzt kann ich hier hoch. Huh. Läuft, Lara. Was jetzt? Kaum sage ich, dass es läuft, läuft es nicht mehr. Also da muss ich dran. Ist aber zu weit. Ist das da eine Stelle zum Dranhangeln? Da muss wohl. Ja, genau. Dann hier ums Eck bis zur nächsten porösen Wand. Dann kommt wieder die Kletterachs, die Kletterhaken. Die kommen wieder zum Einsatz. Und dann schwingen wir dich. Halt, wie war denn das? So war das. Schwingen wir dich darüber. Hui! Gut, liegt hier was? Nein. Da habe ich irgendeinen Mechanismus. Was macht denn der? Ach, der dreht das um. Okay, hier dran klettern, darüber hangeln. Darüber, dann darunter. Und dann da schwingen, um darüber zu... Aber warte mal, muss ich da nicht vorher... Ist doch besser so, oder? Ja. Und dann die poröse Wand da hochklettern. Dann bin ich da, wo die Fackel brennt. Das, diese Feuerschale da. Wo kam ich eigentlich her? Von da hinten irgendwo, glaube ich. Naja, ist ja klar, was ich machen muss. Komm, hier, Lara. Hüpf. Halt. Ums Eck. Gleich rumpelt's wieder. Kommt was runtergefallen oder irgend sowas?
Und jetzt muss ich eigentlich... Muss ich mich jetzt fallen lassen? Echt, das ist aber gefährlich. So, jetzt mach hier das. Das war so gut. Und dann nicht mehr. So um die Ecke springen ist aber auch echt scheiße, ganz ehrlich. Wo bin ich denn jetzt? Muss ich den ganzen Mist auch nochmal machen. Ja. Da wird's warm. Und schon bin ich unkonzentriert. Und habe das Problem, dass ich hier nicht mehr vorankomme. So ein Mist. Muss ich Dinger wieder umdrehen. Das ist auch doof. Dich brauche ich und dich genauso. Na dann, nächster Versuch. Muss ja irgendwie gehen. Ich glaube nicht, dass ich hier rechts an dieser Kante hangeln kann. Nee, das ist was zum. Das ist was zum Schwingen. Bis dahin, okay. Oh, nee! Mann! Das war jetzt Versuch Nummer 5 oder so. Krass. So, das ist was zum Einreißen, glaube ich. Jupp. Und jetzt einfach darüber springen, oder wie? Scheint so. Uah, ich werde das nicht schaffen. Aber ich muss es ja auch nicht machen. Was finden wir hier? Auf einer Seite befindet sich eine dreistufige Kante, die anscheinend handgearbeitet ist. Aha. Ja. Erzähl mir mehr. Lara. Interessant. Die andere Kante ist abgebrochen, als wäre sie zerschmettert worden. Das ist nur ein Teil von etwas Größerem. Jo. Aha. Teil des Inka-Kreuzes. Mann. Nein. Nein. Oh, scheiße. Oh. 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 Wo bist du? Ah! Mach! Mach das alle! Ich hatte die völlig falsche Wumme. Wobei, das war vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, ey, dieses Viehzeug. Wow, Viehzeug! Meine Herren. Komm hier, zack. Drei Fälle hier.
Drei da. Ah, das ist sogar Schwarze hier. Der schnüffelt, ja, genau. Genau da schnüffelt er. Wir wollen das nicht weiter kommentieren. Die Paarungszeit ist hier noch nicht vorüber, offensichtlich. Ich sammle alles ein, wie üblich. Komm hier. Jawohl. Und komm da. So. Heute satt. Ich kam von da oben. Bin jetzt hier unten. Da will ich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Ah, ich muss wieder nach oben mich durchschlagen irgendwie. Genau. Und das werde ich auch tun im nächsten Teil. Bis dahin.